Oh, Freunde, ausnahmsweise habe ich mal einen 279er in meinem Team. Und die Stammzuschauer wissen, was das heißt. Das heißt, wir werden das Spiel höchstwahrscheinlich verlieren. Guck mal, der Manticore fährt jetzt nach rechts, also fahre ich nach links. Das ist ein 10er Scout und das ist die beste Map, die man mit dem Ding kriegen kann. Also mal gucken, wie lange der überlebt. Wenn ich schon einen 279er in mein Team kriege, dann meistens nur, weil 12 irgendwelche Noobs in mein Team eingeteilt werden. Also wenn der Manticore jetzt gleich platzt, wisst ihr auch warum. Ja, schon mal minimal Damage. Volltreffer von der Seite und nur 200 Damage gemacht. Schon mal sehr schlechtes Anzeichen. Mit der Derp Gun den Typen von der Seite getroffen und nur 200 Damage. Das ist doch schon mal legendär schlecht. Ja, unser Manticore hat sich weggeschmissen. Also muss ich rüber und die 1er Linie spotten, weil wir sonst das Spiel verlieren. Was will der jetzt von mir? Ja. Ich hab's doch gesagt, unser Manticore schmeißt sich gleich weg und genau das hat er gemacht. Irgendein Defizit muss ja in mein Team, ne? Sobald ich einen 279er habe, dann sind alle anderen irgendwelche Noobs, die sich wegschmeißen und der 279er manchmal sogar selber, ne? Der ist dann auch nach ein, zwei Minuten tot. Jetzt muss ich die Scout-Aufgabe auf der 1er Linie übernehmen, weil unser Manticore es nicht gebacken gekriegt hat, sich länger als 2 Minuten am Leben zu erhalten. Ja, der gegnerische Scout ist anscheinend schon hier vorne irgendwo. Aber jetzt mal abgesehen davon, ne, der 279er gehört definitiv hierhin und nicht dahin, wo der jetzt steht. Oh, haben wir schon mal den Ruh erledigt? Eigentlich müsste der 279er statt in der Mitte hier auf der 1er Linie
stehen, weil der frontal besser gepanzert ist als alle anderen, ne? Ja, jetzt verlieren wir da drüben den Hill, ne? Wir haben zu viele Heavies, die in der Mitte rumsitzen. Ja, du, wenn du jetzt unbedingt da vorfahren möchtest und mich aus dem Busch schieben möchtest. Auch kein Thema, ne? Ja, hinter mir ist irgendeiner aufgegangen, wahrscheinlich der Kollege da. So, E75er und der hier schmeißen sich jetzt schon wieder sinnlos weg, weil sie wieder keine Geduld haben. Der Hill ist schon längst zusammengebrochen. Ich krieg hier dauernd Blindshots, weil irgendwelche Leute hinter mir aufgehen. Beinahe wäre ich jetzt wieder getroffen worden. Und wie vorausgesagt, ist unser 279er natürlich wieder ein Ultra-Noob, weil, wie gesagt, der gehört entweder Richtung Hill oder hier auf die 1er Linie, aber nicht da in der Mitte. In der Mitte ist der nutzlos. Ne? Ja, und da unser Manticore direkt am Anfang weggeplatzt ist, hat er uns das Spiel versaut, ne? Ja. Was soll ich euch sagen, ne? Da ist der Drops gelutscht. Der Dropsicus ist gelutschtikus. Ja, und wieso gehe ich jetzt auf? Fragen über Fragen. Ich stehe da in 80.000 Bäumen drin und gehe trotzdem auf. Das macht halt gar keinen Sinn. Der nutzlose 279er in meinem Team, ne? Das da ist keine Schlüsselposition auf der Map, ne? Weil mit der Mitte kannst du halt nichts anfangen, ne? Schlüsselposition ist einmal hier oben der Hill und da ist der Gegner durchgebrochen und da drüben, ne? Da ist der Gegner auch durchgebrochen. Das, was du zuletzt brauchst, ist die Mitte und genau hierhin hat sich unser 279er verkrochen, ne? Da kann er natürlich seine Frontpanzerung 0,0 einsetzen. Auf der 1er Linie kann er die Frontpanzerung einsetzen und da drüben Richtung Hill auch. Aber hier in der Mitte hockt er halt sinnlos in der Gegend rum, ne? Das war wieder klar, ne? Wenn Wargaming mir einen 279er in mein Team reinschickt, dann meistens einen Vollnoob. Und dann noch mehrere Vollnoobs hinterher. Guck dir das mal an. E75 0, T54D 0
Manticore auf der besten Map, die man mit einem Scout bekommen kann. Null Spot Damage, null Damage. Was bist du für einer? Ja, das war klar, ne? Weil Wargaming mir einen 279er in mein Team reingeschickt hat, schicken sie mir dann gleichzeitig so einen Manticore in mein Team, ne? 40% Winrate, 2000er Wertung. Der absolute Bob. Ja. Zweithöchste XP habe ich. Zweithöchste XP habe ich. Und die meisten Damage habe ich auch. Und die meisten Kills habe ich auch. Unser 279er saß halt komplett nutzlos in der Mitte rum. Bei mir kann er was lernen. Wenn er schlau ist, nimmt er das an und lernt mal eine Runde, wie man spielt, Alter. Ja, das war wieder klar, ne? 10.500er WOT-Wertung. Ich sag ja, sobald ich einen 279er bekomme, muss Wargaming dann ausgleichen, indem sie mir 10.500er in die Gegner-Dings-Teams reinschicken und einen Manticore, der nichts gebacken bekommt und jede Menge Nulli-Dullis, ne? Auch der Kranwagen, der hat ja nichts gerissen in der Runde, oder? Überleg mal, es gab keinerlei Artis und der hat mit seinem Kranwagen, mit so einem starken Turm halt gar nichts gerissen, ne? Der hat einfach 17 Schuss gemacht für einen Treffer. Guck mal hier, 17 Schuss. Ja, und einen einzigen Durchschlag hat er erzielt. Was bist du denn für einer? What the Vogel, Alter. What the actually Vogel, Alter. Was war das denn für ein Troll? Hier. Ja, da weißt du direkt mal Bescheid.